Endlich! Nach langer Zeit nehmen wir wieder einen Online-Gottesdienst auf und wir haben viel Grund zur Freude. Deshalb hat er das Thema von Freude an Gott zur Freude am Leben. Genießen Sie jetzt die Musik von Inna Haufe. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, du Ursprung und Ziel unseres Lebens, Herr Jesus Christus, du Retter und Versöhner der Welt, Heiliger Geist, du Tröster und Lenker unserer Herzen, komm zu uns in diesem Gottesdienst, wie du versprochen hast denen, die sich in deinem Namen versammeln. Und gib uns das Brot des Lebens durch die Predigt, von dem unsere Seele satt wird. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Fern von dir ist unser Herz, bis du es zu dir ziehst und uns die Sünde vergibst. Lass uns nun ruhig und stille werden vor dir und kehre bei uns innerlich ein. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Von Freude an Gott zur Freude am Leben, das ist der Titel der Predigt. Ich lese Ihnen nun den Predigttext aus Römer 11. Lobpreis der unergründlichen Weisheit Gottes. Wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes, wie tief seine Weisheit und Erkenntnis. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Wer kennt die Gedanken des Herrn? Wer ist sein Berater gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, sodass er es von ihm zurückfordern könnte. Denn alles hat in ihm seinen Ursprung, durch ihn besteht alles und in ihm hat alles sein Ziel, denn er regiert in Herrlichkeit für immer. Amen.
zur Freude am Leben. Wir haben nicht immer Freude. Auch Gott hat an uns nicht immer Freude und wir haben auch nicht immer an Gott Freude. Die meisten Menschen interessiert Gott heute, glaube ich, gar nicht. Und auch das sind Gottes geliebte Kinder. Und wir, alle Christen und Christinnen, sollten Menschen, wie sie sind, annehmen und vielleicht auch, wenn wir das selber können, Freude ausstrahlen. Ich kann von mir aus sagen, ich habe Freude an Gott, ich bin ihm für vieles dankbar und ich hoffe, dass ich das zumindest gelegentlich ausstrahle. Und dann, wenn wir das selber auch mal ausstrahlen, dann können wir die Freude am Leben auch bei anderen aus einem realistischen und positiven Lebenshalten und Lebenshaltung heraus vermitteln. Ja, Freude am Leben, das dürfen wir vermitteln. Paulus schreibt im gelesenen Predigtext euphorisch einen großen Lobpreis von über Gott. Unergründliche Weisheit hat er. Alles geht auf ihn zurück. Er ist der Schöpfer. Und wissen Sie, diese Euphorie des Paulus, die ist ja berechtigt. Wir haben manchmal wirklich Glücksmomente im Leben. Aber bitte, leiden Sie nicht darunter, dass Sie mehr als Glücksmomente haben wollen. Der Alltag sieht ganz anders aus. Der Alltag ist weder von großem Glück noch von großem Unglück geprägt, sondern im Grau der Mitte, da bewegt sich unser Alltag. Und wenn wir uns dessen wirklich bewusst werden, können wir auch das annehmen, was wir nicht verändern können, nämlich dieses Grau des Alltages. Und das meine ich positiv. Wir müssen immer wieder gucken, dass wir mit dem, was ist, normal und gut leben können. Deswegen können wir nicht einfach sagen, Gott ist immer toll, super, klasse für uns. Nein, in unserem Leben, da gibt es auch vieles, vieles andere, wo wir manchmal auch Fragen stellen, Gott, ist das wirklich gut? Oder sagen können, das ist schlecht. Und Paulus hat das in seinem Leben doch auch erlebt. Erst ist er bei Gamaliel in die Schule gegangen, dann hat er Damaskus erlebt, dann ist er rumgereist, schließlich ist er sogar gekreuzigt worden. Und glauben Sie mir, auch hinsichtlich Gott war er nicht immer euphorisch. Er war auch zelot, er war auch Eiferer und manchmal ganz down. Er brauchte, wie wir, Menschen, die uns auch mal auffangen. Menschen, die uns im Auftrag Gottes begegnen. Und manchmal ist das, was Paulus schreibt, unerforschlich sind Gottes Wege, wirklich wahr werdend, auch in unserem Leben. Ich bin Pfarrer geworden und als Kind und Jugendlicher hätte ich das niemals gedacht. Gottes Wege mit mir waren nicht vorhersehbar, unerforschlich. Und haben Sie in Ihrem eigenen Leben nicht auch Wege eingeschlagen, die Sie noch zuvor gar nicht im Blick hatten? Eine junge Frau erzählt mir beim Traugespräch, als ich sie frage, wie lange sie sich kennen, da antwortet sie zu mir, lange genug, aber Herr Pfarrer, ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Jungen heute gerne heirate. Da ist etwas passiert in unserem gemeinsamen Leben, das hat uns die Augen geöffnet.
Unerforschlich sind Gottes Wege. Für die junge Frau bedeutete das, ein Stück Glück zu erleben. Für den jungen Mann auch. Sie schlugen Wege ein, die Gott für sie bestimmt hatte. Sie hatten sie nicht auf dem Plan. Paulus sagt, alles hat in diesem Gott seinen Ursprung. Da werden Biologen sagen, ja, das ist doch Schöpfungslehre und das wissen wir, das ist so und so, so und so, so und so, am Anfang war der Urknall. Und wir als Theologen und Pfarrer sagen, ja, wunderbar, danke für die Naturwissenschaften. Und dann höre ich diesen Wissenschaftler, der zu mir sagt, ja, Herr Pfarrer, die Schöpfungsberichte habe ich gelesen und ich habe verstanden, die sind nicht biologisch gemeint, sondern die sind vom Glauben her geprägt. Alles ist gut, sagt Gott am jedem Tag, am Ende der Schöpfung, am jedem Ende eines Tages der Schöpfung. Alles ist gut. Und der siebte Tag ist ein Ruhetag. Und dieser Wissenschaftler sagt, ich könnte überhaupt nicht forschen, wenn ich nicht von der Güte dieser Welt überzeugt wäre. Das Üble, was hier auch passiert, ist nicht meine Antriebskraft, sondern meine Antriebskraft ist, bei allem Misserfolg, den ich auch habe, ich bleibe Gottes geliebtes Kind und ich darf diese Schöpfung erforschen. Und ganz wichtig ist, sagt er, biologisch hat diese Schöpfung überhaupt keinen Ruhetag, aber ich brauche ihn und deshalb gehört er zu dieser Schöpfung. Und liebe Zusehende, jetzt gönnen Sie sich Momente der Ruhe und gönnen Sie sich jede Woche den siebten Tag als Ruhetag. Arbeiten Sie mal nicht. Erleben Sie Freude an Gott, die zur Freude am Leben führt. Amen. Thank you.
Wir beten. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, du gibst den Müden Kraft und Stärke genug denen, die am Ende sind und nicht mehr weiter wissen. Wir danken dir, wir hoffen auf dich, der du uns gerufen hast, aus der Finsternis zum Licht und zur Erkenntnis deiner Herrlichkeit. Wir bitten dich, sei uns Helfer und nimm dich unser an. Lass uns immer wieder vom Grundgefühl der Freude am Leben getragen werden, gerade durch die grauen und dunklen Zeiten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Zusehende, an dieser Stelle möchte ich dem Kameraehepaar Wagenknecht ganz herzlich danken für die Aufzeichnung, der Frau Haufe und die vielen anderen, die hinter uns stehen. Ich lade Sie ein, diesen Film zu teilen. Vielleicht mit denjenigen, denen es nicht so gut geht, die nicht zum Gottesdienst gehen können, in den Altenheimen, in den Krankenhäusern und wo auch immer Sie heute mit Ihrem Smartphone hingehen. Ich lade Sie ein, dort, wo Sie leben, am Leben der Gemeinde teilzunehmen und ein Stückchen Freude Gottes selber in Ihrem Herzen immer wieder erleben zu dürfen. Aus Freude an Gott, Freude am Leben. Gott segne Sie. Amen.